Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 mit Borussia Dortmund. Ja, heute geht's weiter, und zwar sind wir in diesem Vorbereitungsturnier und wir haben es diesmal tatsächlich bis ins Halbfinale geschafft. Mit den Bayern sind wir ja damals rausgeflogen in der Gruppenphase, aber jetzt sind wir weitergekommen und müssen heute gegen West Ham United. Das zweite Halbfinale ist dann Real Sociedad gegen Bergamo Calcio. Ich werde es wieder so machen, dass wenn wir ins Finale kommen, werde ich auf jeden Fall wieder beide Spiele in dieses Video reinpacken. Also sowohl das Halbfinale als auch das mögliche Finale, aber mal schauen, ob es das wird mit dem Finale. Gut, die Aufstellung, ich gehe mal auch mal ganz kurz durch. Also beim BVB, Haaland vorne, ja, ich gebe ihm mal wieder eine Chance. Dann Reus und Hazard auch vorne, Emre Can, Bellingham und Witzel im Mittelfeld. Und die Abwehr mit Schulz, Sagadou, Akanji, Meunier und im Tor Kobel. So, auf der anderen Seite bei West Ham United, Antonio vorne, Benrahma dahinter, Okoflex, Rice, Sujek und Jarmolenko im Mittelfeld. Und die Abwehr mit Masuka, Ogbonna, Diop, Koufal und Areola im Tor. Ja, es wird, glaube ich, nicht einfach. Also wie gesagt, da sind ein paar gute Spieler dabei bei West Ham United. Jarmolenko zum Beispiel, Antonio vorne, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, mal schauen, ob wir heute ins Finale einziehen können oder ob uns West Ham United da einen Strich durch die Rechnung macht. Also, West Ham United gegen Borussia Dortmund, Ball liegt bereit und rein geht's in die erste Halbzeit. Anstoß für die Engländer. Ja, ich gebe Haaland mal wieder eine Chance. Mal schauen, ob er sie jetzt eigentlich nutzen kann. Ich habe mit Haaland immer noch kein Tor gemacht. Und die erste Chance gibt es auch direkt für den BVB. Marco Reus, ah, zu langsam Schritt. Schade, aber gut gemacht in der Situation, aber hat er leider nichts gebracht. Ja, wie gesagt, ich gebe Haaland wieder eine Chance. Er muss sie halt jetzt irgendwann mal nutzen. Und jetzt Achtung, eine Riesenchance. Benrahma, die Chance ist da und das Tor. Früher Rückstand für den BVB, die sind komplett offen hinten drin. Das sehen sie nicht gut aus. Sagadou kommt da nicht mehr hinterher und ach, Kobel reagiert da auch ein bisschen komisch. Kommt zwar raus, ja, wobei Kobel mache ich jetzt da keinen Vorwurf. Da steht einfach die ganze Abwehr vom BVB nicht gut. Und die frühe Führung für West Ham United, natürlich ein riesen Schock jetzt für den BVB. Die wollten ja eigentlich anders reingehen. Aber es war klar, die Engländer darf man nicht unterschätzen. Die haben ein gutes Team. Sind auch hier zurecht im Finale, im Halbfinale. Und jetzt muss Dortmund wieder dem Rückstand hinterherlaufen. Wie schon gegen Palmeiras musste Dortmund da auch zweimal den Rückstand hinterherlaufen. So, nächste Chance wieder Reus. Ach komm schon. Kein Pfiff leider. Und Reus mit der Grätsche, aber dann verliert Schulz den Ball. So, und jetzt, wir dürfen nicht zu sehr hinten aufmachen. Die haben schnelle Spiele und wenn wir da zu sehr aufmachen, dann wird es halt gefährlich. So, Emre Can zu Haaland. Haaland, jawohl, pumpt sich durch Haaland und er macht sein Tor. Premiere. Das erste Tor mit Erling Haaland. Da kommt er mal durch und den trifft er irgendwie fast gar nicht richtig. Da schauen wir nochmal drauf. Haaland, da schießt er. Ja, das sieht nicht so ganz perfekt aus, aber er ist drin. Areola im Tor, kommt nicht ran. Und Haaland, Erling Haaland mit dem Ausgleich für den BVB. Und unglaublich, er macht ein Tor. Im vierten Spiel sein erstes Tor nun. Das ist halt für unseren Top-Stürmer eigentlich gar nicht so gut, die Quote. Sogar nicht, also wirklich nicht gut. Aber gut, wir sind zufrieden. Haaland hat ein Tor gemacht, aber jetzt Achtung, jetzt kommt da schon wieder West Ham United. Über den Torschützen Benrahma, Antonio. Und dann weiß nicht, was das genau sein wollte, sollte. Ein Schuss, ein Pass, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so. Jetzt Jude Bellingham. Bellingham, da geht schon wieder Haaland. Der ist heute vielleicht gut drauf. Vielleicht heute ist der Tag. Haaland! Immer noch am Ball. Haaland kämpft. Erling Haaland! Boah! Jetzt geht ja mal endlich was. Endlich liefert er mal ein bisschen. Gut, hat das Tor zwar nicht gemacht, aber trotzdem mal eine Chance. Und mal geht was bei ihm. So, Eckball und Haaland holt sich die Kugel. So, Erling Haaland. Haaland probiert's. Abgefangen. Hoffentlich Eckball. Nicht, dass es Witzel war.
Weil der war auch in der Nähe gestanden. Hier sehen wir es nochmal. Ne, war nicht Witzel. Gibt nochmal Eckball. So. Gleiches Prozedere wieder. Da kommt wieder Haaland. Kommt wieder vorbei am ersten. So, Erling Haaland. Jetzt sucht er die Lücke und kommt wieder nicht durch. Da steht auch immer einer im Weg. Und es war sogar ein eigener. Also in der Situation hätte ich es jetzt ganz anders gesehen. Aber gut. Schiedsrichter wird schon richtig liegen. Kein Eckball auf jeden Fall. Und West Ham United am Ball über Jarmolenko. Antonio. Schöner Pass, war kein Abseits. Fahne bleibt unten. Kufal im 16er. Emre Can ist bei ihm. Ball im Aus, aber es gibt Eckball für die Engländer. Es ist ein offenes Spiel bis jetzt. Dortmund hat zwar vielleicht ein bisschen mehr Chancen, vor allem dank ihm hier, der heute endlich mal ein bisschen aufblüht. Erling Haaland. So, Ecke, West Ham United, 31. Minute. Bringt erstmal nichts ein, dann kommt die Flanke noch in die Mitte. Aber Dortmund kann sich da auch nicht wirklich souverän befreien. Bleibt weit in der Gefahrenzone und was für ein wunderschönes Tor, Jarmolenko, oh mein Gott. Wie haut dann den uns rein? Nicht von dieser Welt manchmal. Also wie geht dieser Ball bitte rein? Da sehen die Dortmunder alt aus. Hier Jarmolenko, da sieht er die Lücke und den trifft er halt perfekt. Den trifft er einfach perfekt. Sagadou kommt da nicht wirklich ran. Aber wie sieht da sein Fuß aus? Hat er eigentlich alle Knochen gebrochen, Sagadou. Aber ja, bitter natürlich. Dortmund wieder in Rückstand. Wir schenken dieses Unentschieden immer so leicht her manchmal. Und Haaland, oh je, verliert hier fast den Ball. Also manchmal kommt mir auch Haaland irgendwie so vor, als könnte er mit dem Ball auch gar nicht wirklich umgehen, weil er so groß und bullig ist. Ja, er ist halt ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. So, nächste Chance, Emre Can, Emre Can. Da ist Thorgan Hazard bei ihm mit dabei. Emre Can immer noch am Ball. Jetzt, ach, schade, und dann kommt da einer dazwischen. So, kurz vor der Halbzeitpause nochmal West Ham United über Jarmolenko. Gerade ist ein Tor gemacht. Benirama, der war der zweite Torschütze. Noch ein bisschen nach Spielzeit. Und Jarmolenko schon wieder auf dem Weg nach vorne. Wird bedrängt, da ist Antonio in der Mitte jetzt. Uff. Kann man auch vielleicht Elfmeter pfeifen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt Reus. Komm schon, Reus, kämpf dich durch. Och Mann. Es gelingt halt dann heute auch noch nicht so wirklich viel. Und jetzt müsste eigentlich gleich zur Halbzeit pfeifen. Ich hoffe, es gibt nicht noch einen Angriff für West Ham United. Müsste er jetzt pfeifen. Schiedsrichter. Alles klar, er lässt wieder weiterlaufen. Danke. Ja, jetzt wo wir einen Ball haben, pfeift ab. Danke. Gut, das war es auf jeden Fall mit der ersten Halbzeit hier. Dortmund liegt zurück gegen West Ham United. Ja, der BVB braucht ein bisschen Nachholbedarf. Muss auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ordentlich Gas geben. Benrahma hat den BVB eiskalt überrascht in der 6 Minute. Dann Haaland mit dem Tor. Und dann eben leider, ja, wieder die erneute Führung für West Ham United. So, auf der anderen Seite Atalanta Bergamo, aka Bergamo Calcio. Mit 1:0 Führung, aber da ist nur Eis von Jude Bellingham. Heute nichts zu sehen bis jetzt. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Zweite Halbzeit, Haaland mit dem Anstoß. Und jetzt muss Dortmund natürlich ein bisschen Gas geben, wenn sie das Ding hier nicht verlieren wollen. Ich glaube, bei Unentschieden geht es direkt ins Elfmeterschießen. Da gibt es keine Verlängerung und nichts. Sondern geht es wirklich direkt ins Elfmeterschießen. Und ach komm, das ist doch ein Foulspiel, Schiedsrichter. Aber seht ihr nicht so. Aber Dortmund wieder zurück am Bein mit einer tollen Grätsch. So, Jude Bellingham. Wie gesagt, von dem heute noch nicht so viel zu sehen gewesen. Pass zu Haaland. Ja, war okay. So, Thorgan Hazard. Thorgan Hazard hat die Chance. Schuss kommt. Und Areola holt den raus. Wie fischt er denn den da runter? Eigentlich ein Riesending hier. Aber Areola kriegt den rausgekratzt. So, nächste Chance. Aber jetzt erstmal die Wechsel bei West Ham United. Jarmolenko geht runter. Bowen kommt. Das ist natürlich schon mal gut, wenn Jarmolenko runtergeht. So, Hazard holt sie den Ball.
Haaland holt den Ball. So, Erling Haaland. Haaland sucht die Lücke. Findet erstmal keine. Da kommt nur Jude Bellingham. Oh, schöner Schuss, aber wieder Areola dazwischen. Dortmund kämpft für den Ausgleich. So, nächste Chance. Wieder Haaland. Abgelegt. Jude Bellingham! Das gibt's doch nicht. Macht doch irgendwann mal einer dieses eine Tor. Dortmund ist drauf und dran jetzt langsam. Nächste schöne Chance. Aber Bellingham bekommt ihn da auch nicht so wirklich gut platziert. So, wieder Haaland. Bellingham. Jude Bellingham. Bellingham, komm jetzt hier, aber nein! Ach, Junge. Das ist unglaublich. Das waren jetzt mal echte Powerplay-Minuten vom BVB. So, Vlasic kommt für Ben Rama. Also die beiden Torschützen bei West Ham United sind runtergegangen. Und Areola wird hier so ein bisschen momentan zum Held des Spiels für West Ham United, wenn wir ehrlich sind. Der Held momentan, was kommt? So, Meunier, starker Einsatz und holt sich auch hoffentlich den Ball. Danke. So, Thorgan Hazard, Bellingham. Und sofort geht wieder. Oh, Bellingham. Normal echt immer souverän, aber heute in der Situation kann er nicht überzeugen. So, Antonio. Und jetzt ist natürlich Dortmund hinten offen, ne? Bowen und Schulz. Oh, aber auch schon wieder so ein bisschen Elfmeter gefährlich. So, nächste Chance. Da kommt Emre Can zu Witzel. Witzel kann nicht mehr so wirklich. Witzel muss da durchziehen. Witzel zu Marco Reus. Reus! Der zündet das Ding drüber. Der zündet das Ding einfach drüber. War der Areola nicht noch dran? Ich glaube schon. Ja, er war noch dran. Unglaublich. Nächste Chance. Eckball Dortmund. So. Wieder kurz. Haaland. Erling Haaland, 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 Haaland. Immer noch bei Haaland. Dass der auch alles hält, was auf sein Tor kommt. So, wir werden ein bisschen auswechseln. Reus darf eins zurück. Malen. Dann Reyna. Wobei, ja, dann tun wir Reus raus. Reus hat jetzt auch nicht so mega gut geliefert. Hinten der Abwehr sieht es ja nur ganz gut aus. Und dann bringen wir noch der Hut für Witzel, hätte ich gesagt. Auch noch ein bisschen offensiver. So, weiter geht's. Die Wechsel beim BVB. Und der nächste Eckball kommt. Es ist ein Powerplay. Dortmund kämpft um alles oder nicht. So, Malen. Malen legt ab zu Bellingham. Bellingham zu der Hut. Der Hut zu Zagadou. Zagadou, der Innenche, der Verteidiger, zieht da durch, Zagadou! Das gibt's doch nicht. Wie viel hält dieser Areola denn bitte? Als ob der ein Torhüter mit 99 Gesamtspielstärke wäre. Und jetzt natürlich die Konterchance für West Ham United. Da kommt die Grätsche und bitte noch retten. Nein, der war im Aus, schade. 18 Minuten noch plus ein bisschen Nachspielzeit und Dortmund hätte es so verdient mittlerweile, aber kommt einfach an diesem Areola nicht vorbei. Und was ist denn das? Und Malen kann den Ball dann nicht behaupten. Der war eigentlich schon bei uns. So, nächste Chance jetzt für West Ham United. Zagadou stark. Hinten sitzt mittlerweile. So, jetzt Reyna. Reyna, lauf Malen. Du bist noch frisch. Malen gegen Diop. Malen. Malen geht da durch. Malen, Malen, Malen. Oh, und die Flanke viel zu schwach. So, Abwurf von Areola. Und so wie es aussieht, ja, bleiben dem BVB hier noch 10 Minuten, um dieses Unentschieden, diese Niederlage abzuwehren und noch irgendwie zu einem Unentschieden zu zaubern. Auch der Hut kann man auch anders klären. Muss man nicht unbedingt den Einwurf rausholen. Ja, die letzten Minuten. Oh, schön hier nochmal gemacht von Bowen. Jetzt kommt keiner mehr ran. Das ist natürlich die Riesenchance. Oh mein Gott. Kobel. Kobel. Auf der einen Seite hält dieser Areola alles und bei uns ist jeder Schuss ein Treffer. Also sowas ist halt... Und was macht Kobel denn? Was macht Kobel denn da? Was tut der Junge? Wo springt der denn hin? Wo springt er hin? Und das wird es wohl gewesen sein. Mir fehlen die Worte. 3:1 liegen wir zurück. Und wenn wir ehrlich sind, das ist so unverdient, wenn die diesen Areola hinten nicht hätten. Als ob der so viel Scheiße hält.
Das regt mich jetzt echt ein bisschen auf. Nobel, der Torschütze für West Ham United. Und da ziehen sie natürlich nochmal durch. Da kommen jetzt natürlich nochmal die Frustgrätschen. Das ist so unverdient einfach. Als ob. Ach komm schon. Ja, 4-1. Ja, komm. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Und sowas frustet halt dann. Als ob Areola alles hält und bei uns ist einfach jeder Schuss wieder mal ein Tor. Ja, da kriegen wir doch nochmal eine ordentliche Watschen mit zum Saisonstart dann. Zur Vorbereitung. Vorne die Riesenchancen. Wie gesagt, eigentlich hätten wir hier 4 Tore machen müssen, würde ich einfach mal sagen. Alles holt dieser Areola raus und zum Schluss verlieren wir 4-1. Ja, bitter für uns. Ach komm, jetzt läuft es natürlich so. Ach, die Luft ist raus. Aber so ist es halt. Gut, die letzten Minuten in diesem Echtspiel. Also ich schaue nochmal die Statistik an. Gott sei Dank ist das aus. Lächerlich, lächerlich. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Also ganz ehrlich, ich will die Statistik sehen. Wie viele Schüsse auch so? 12. 12 verdammte Schüsse. West Ham hat 4. Macht einfach mal 4 Tore und wir bringen ein einziges dummes Tor rein gegen West Ham United. Also lächerlicher geht's ja echt nicht mehr. Also lächerlicher geht's ja echt nicht mehr. Was hat diese Areola für eine Bewertung bekommen? Ja, 8,7, ganz ehrlich. Das ist Gott in diesem Spiel. Er muss Gott sein. Also es ist einfach lächerlich, was der gehalten hat. Einfach lächerlich in meinen Augen. Naja, haben wir verloren. Im Finale wäre es eh gegen Atalanta Bergamo dir gegangen. Aber gut, so weit sind wir nicht gekommen. Tja, Schluss aus, raus aus dem Vorbereitungsturnier. Wir kriegen trotzdem ein bisschen Kohle, 3,5 Mille. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn ich ehrlich bin, weil gegen West Ham United, die waren jetzt nicht schlecht, aber ganz ehrlich, wir waren halt echt überlegen. Und ja, in dem Spiel, wo Haaland sein erstes Tor schießt, verlieren wir. Auch irgendwie symbolisch, aber gut. Gut, dann schauen wir an, wer gewonnen hat. Soweit will ich jetzt nur vorsimulieren. So, wo haben wir dieses Vorbereitungsturnier? Hier ist es schon. West Ham United gewinnt im Elfmeterschießen gegen Bergamo Atalanta Calcio. Ja, auch ein bisschen überraschend, aber gut. So ist es. Also, dann machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal geht's dann gegen den FC Bayern München. Und da wird's natürlich heftig. Das wird ein anderes Kaliber, aber mal schauen, wie es ausgeht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen heute. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.